Es ist völlig verrückt. Wir sind hier, in diesem Augenblick, in diesem Raum, in dieser Situation, in diesem Körper, in diesem Erleben. Und trotzdem warten wir auf etwas. Wir warten darauf, dass unser Leben endlich anfängt, dass unsere Liebe endlich zu uns findet oder wir zu ihr. Wir warten letzten Endes darauf, abgeholt zu werden, als bräuchten wir eine zweite Einladung in unser Leben, und vielleicht ist das auch so. Vielleicht ist es wirklich so, dass das Geborenwerden, einfach die Tatsache des körperlichen Auftauchens in Raum und Zeit, nicht Einladung genug war, um wirklich in dieses Leben zu finden und in diesem Leben anzukommen. Und das liegt ganz einfach daran, dass diejenigen, die uns in Empfang genommen haben, die uns in Anführungszeichen willkommen geheißen haben, selbst nicht willkommen waren. Unsere Eltern, unsere Lehrer, unser Umfeld hat mit uns selbst genau dasselbe Problem, dass sich die Leben hier nicht wirklich vergegenwärtigt haben, dass sie nicht wirklich auf der Erde angekommen sind, dass das Gefühl von Willkommensein in mir selbst in so gut wie keinem Menschen voll realisiert ist. Und erst wenn du dich selbst wirklich willkommen heißen kannst, erst wenn du merkst, dass dieser Erlebensstrom sich wirklich erleben möchte, erst wenn du erkennst, dass die Existenz selbst hochintelligent ist, dass du keine Zufälligkeit bist, niemand, der in einer Zelle sitzt und sein Leben abzusitzen hat, um dann endlich wieder in die Freiheit entlassen zu werden, der Nicht-Existenz. Erst wenn du entdeckst, dass diese Existenz wirklich etwas mit dir zu tun hat, dass du in dieser Existenz zu dir kommen kannst, dass du eine Erfahrung machen kannst, die Leben heißt. Und wenn du entdeckst, dass dieses Leben sich erfüllen kann, dann fühlt sich in dir etwas willkommen. Es will kommen, es will zu sich kommen. Es fängt an, sich für sich selbst zu interessieren. Es ist bereit für sich selbst. Es geht aus der Passivität raus, aus diesem gedanklichen Modus von ich muss gerettet werden, ich kann es nicht selbst, ich bin nicht fähig in mir, etwas blockiert mich. Weil das, was nicht fähig in dir ist, das, was sich blockiert fühlt, das, was schon so lange darauf wartet, entdeckt und erlöst zu werden, bist du selbst. Du selbst in einer Form, die sich in diesem Leben kennenlernen möchte. Und dazu bedarf es einer bestimmten Art von Mut und einer großen Bereitschaft, nämlich es bedarf des Mutes, wirklich zuversichtlich zu werden. Es bedarf des Mutes, alle Hoffnungen, Wünsche, Projektionen, Ideen, Vorstellungen hinter sich zu lassen. Es bedarf des Mutes, zu realisieren, dass du wirklich hier bist, in Raum und Zeit, aber nicht gefangen in Raum und Zeit. Raum und Zeit sind ein Möglichkeitenfeld. Du könntest sagen, im Raum der Zeit befindet sich die Bühne, auf der du dir selbst erscheinst. Du bist die Anwesenheit, die sich selbst erlebt. Und diese Anwesenheit will sich immer voller, klarer, deutlicher erleben. Sie will wirklich hierher kommen und merken, ich kann diese Hände bewegen. Ich kann diesen Geist erleben. Ich habe einen Körper, in dem genau abgebildet wird, wie ich mich fühle. Dieser Körper ist ein Resonanzfeld, das mich über mich selbst in Kenntnis setzt. Und statt gegen meine Gefühle anzukämpfen, statt sie nicht haben oder verändern zu wollen, erkenne ich jetzt an, dass dieser Körper mich darüber informiert, wie es sich in mir vollzieht, wie es sich wirklich in mir anfühlt. Und das erfordert wirklich Mut,
weil du, wenn du wirklich spürst, wie du dich fühlst, du auch auf deine innere Not aufmerksam wirst. Auf eine innere Not, von der du dich dann nicht mehr abwenden kannst und auch nicht mehr abwenden willst. Du bist um so vieles mehr, als du weißt. Und es ist eine Frage von Interesse, Bereitschaft und Mut, dieses, was du nicht über dich weißt, in Erfahrung zu bringen und das, was du über dich weißt, loszulassen. Denn wirklich, was kannst du mit Sicherheit über dich sagen, außer wovor du Angst hast, außer was du nicht möchtest, außer was du dir erwünscht und erträumst? Das sind alles Dinge, die unglaublich weit weg sind in Wirklichkeit, weil dieses hier, was ist hier? Welche Möglichkeiten liegen in dieser Verkörperung, in diesem Leben? Was will sich hier ausdrücken? Was will durch diesen Lebensstrom zu sich kommen? Das ist die Entdeckung, um die es geht. Und vielleicht kannst du schon, bevor wir uns auf die Reise machen, entdecken, dass das Leben sich selbst gegenüber eine unglaubliche Zuversicht hat. Es drückt sich einfach aus. Es gebiert sich an jedem Ort, zu jeder Zeit. Im Krieg wie im Frieden. In der Fülle wie im Mangel. Weil das Leben absolut sicher ist und sich selbst vertraut. Und diese Sicherheit des Lebens, die Sicherheit, die das Leben für sich selbst empfindet, in dir selbst zu entdecken, führen dich aus der inneren Not, führen dich aus dem inneren Mangel, führen dich aus der Abgeschnittenheit vom Leben ins Leben. Das Leben selbst ist sich unendlich zugetan. Es ist unendlich an sich interessiert. Und es hat nicht die geringste Angst vor sich selbst. Das ist die Entdeckung, die du machen kannst. Und genau dazu lade ich dich auf meinen Seminaren und in meinen Kursen ein. Wenn du den Ruf hörst, wenn du hörst, dass das was mit dir macht, folge dem Ruf. Ich freue mich auf dich und deinen Mut und deine Bereitschaft dir selbst gegenüber. Diese Bereitschaft für dich selbst ist die Verbindung. In dem Augenblick, wo du bereit für dich selbst bist, schließt du dich an dich selbst an, an diesen Lebensstrom und wirst damit wirklich zum Entdecker eines Lebens, das schon so lange auf dich wartet.